Herzlich willkommen bei Gameplay Deluxe. Hier ist euer Zocker Andi. Wir spielen heute den Masterplan. Dann schauen wir mal auf die Karte. Was machen wir heute? Wir haben drei Sachen freigeschaltet. Die Zentralbank, das ist sicher nicht leicht. Horseplay, was immer das ist. Und Arcade. Gut, ich würde sagen, ich weiß nicht, probieren wir mal Arcade. Mal schauen, was wir hier machen sollen. Hier sind Spiele. Das Apartment vom Besitzer ist hier und Tonnen von Geld. Okay. Objective. Arcade Owner's Life Saving. Oh, ich muss sein Leben verschonen. Das werden wir hinkriegen. Es sei denn, er schießt auf mich. Das ist dann blöde, ne? Irgendwas ist im selben Gebäude. Okay, der wohnt in der Nähe. Na, dann schauen wir mal, ne? Oh, Wachmann draußen. Das ist eine Art Spielcasino und der Typ wohnt da drüben oder so. Das heißt, wir sollen sein Leben verschonen. Ja, wir können ihn ja zusammenschlagen. Das ist ja nett dann, ne? So, hier gibt es Tonnen von Gold. Wir schauen uns mal um. Was ist das da? Zivilisten, ne? Gucken kann man. Hier sind Automaten, aber wo ist die Kohle? Ja, da hinten, okay. Da dürfen wir nicht rein, das ist ja aber okay, da will ich jetzt auch nicht rein. Hier ist ein Wachmann, hier sind Leute. Wir können das Klo benutzen zum Ablegen vom Wachmann und so weiter. Aber wo kriege ich jetzt einen Schlüssel her? Den muss ich mal wahrscheinlich von drüben erst holen, ne, weil... Warte mal, hier ist ein Schlüssel. Für die grauen Türen, okay. Dann nimmt jetzt mal irgendwer bitte, danke. So, die grauen Türen kann ich jetzt öffnen. Das heißt, wir können hier nach oben mal schauen, was da so ist, ne? Gehen wir mal. Schauen wir zuerst aufs Klo. Ah, da ist nichts. Hier ist eigentlich auch nichts und hier. Ah, da ist was. So, jetzt heißt's erster Fight wahrscheinlich. Da oben ist nämlich jemand. So, rein. Und den bedrohen. Nicht schießen, Junge, nicht schießen. Boxen. Und du auch, box ihn. So, das haben wir. Nimm die Waffe wieder runter, Junge. Und so schießt du nur jemand. Orange Key, den nehmen wir auch. So, jetzt haben wir, warte mal, Pistolmunition. Die wirst du nehmen. Und Kohle kriegst du auch. Super, wir haben den orangen Key, das heißt, wir können da rauf. Aber den roten Key, den wir erst kriegen. So. Gut, dann gehen wir alle wieder runter. Schauen, dass wir hier keinen Zivilisten treffen, das wäre nämlich blöde. Ich höre was, aber egal. Kommt, raus, raus, raus. Raus, Jungs. So, für den roten Tür, da können wir nachher schön abhauen hier. Gehen wir mal hier hin. Ja, ja, du. Alles Roger hier in deinem Lokal. Wie sieht's da drüben aus? Wir müssten das hier alles ein bisschen übernehmen wahrscheinlich, weil irgendwo wird der Key hier sein, ne? Rot, da kommen wir nicht rein. Ja, irgendwo müssen wir anfangen. Da ist auch rot. Da müssen wir jetzt durch die Scheibe oder was? Das kann ja nicht sein Ernst sein. Ja, wir werden da einsteigen müssen und ich hoffe aber keiner ruft die Bullen, wenn die hier eine zerbrochene Scheibe sehen. Das wäre nämlich scheiße. Hier kann ich nicht vorbei. Wir müssen da einsteigen, oder? Nee, warte mal, hier komme ich auch raus. Ja, dann müssen wir die Scheibe nicht kaputt machen. Wir können das hier kaputt machen. Und der wird uns gleich sehen hier, wenn wir da durchgehen. Das ist auch blöd. Pass auf, wir machen das anders. Du machst jetzt mal die Tür hier auf. Und ihr alle geht im Dalli-Tempo da jetzt durch. Schneller, schneller. Muss nicht jeder mitkriegen. Geh rein, Mann. Du auch. Komm, geh, 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 geh. Sonst schaut der nur nach hier. Das wäre blöd. So. Pumpgun nehmen. Seid ihr ready? Weil da kommt jetzt gleich einer.
Ja, der geht wieder, okay. Ja, den hätte ich aber gerne reingelockt, Leute. Den hätte ich gerne reingelockt. Das wäre eigentlich gut gewesen jetzt. Nimm die Pumpgun wieder runter. Look. Das heißt, der ist nicht gelockt. So, hier haben wir was gefunden. Ihr geht auch weiter. Was ist jetzt? Jo, okay. Ich habe wieder was freigeschaltet. Gut, hier komme ich leider nicht rein, aber wir kommen hier raus. Jetzt ist die Frage, darf ich da drüben sein? Ich vermute mal nicht, ne? Hier kommen wir eh nicht rein, da darf uns niemand sehen. Dann gehen wir hier weiter. Gehen wir da rein. So, du, Pistol. Du, in die Fresse hauen. Du, in die Fresse hauen. Los! So, das hätten wir. Pistol wegstecken. Nimm das. So, der schläft. Hammer geklickt. Da ist ein Fenster, den müssen wir verstecken hier. Es geht nicht. Den müssen wir hier runterlegen. So, ablegen. Schön hier verstecken. Und jetzt hauen wir wieder ab, sonst sieht uns noch wer. Wir können da rauf. Hier ist auch ein Fenster. Hier ist ein Fenster. Hier sind überall Fenster. Ich muss hier einbrechen, anders geht es nicht. Aber der wird das hören. Und dann wird er vermutlich Alarm schlagen. Ah, müssen wir einschlagen, geht nicht anders. Pistol. Schlagen. Schlagen. Los. So, du gehst um die Ecke und schaust, ob da noch was ist. Nee, ist clean. So. Du raubst ihn. Du versteckst ihn. Und zwar ein bisschen hier vielleicht im Dunkeln. So, lass fallen. Der ist auch im Dunkeln, jawohl. Licht spielt hier auch eine Rolle, weil wenn die Leute das sehen, die finden die Sonne so toll, ne? Wenn hier, ich sage jetzt nicht Leichen rumliegen, aber Bewusstlose, ne? Können wir das aufmachen? Na, geht raus. So, jetzt sind wir hier. Da hinten können wir eh nichts machen. Ja gut, wir könnten hinten rum, aber das bringt mir ja nichts. Das ist eigentlich da hinten gar nichts, ne? Wir können jetzt da runter. Und den roten Schlüssel klauen. Den schlagen wir bewusstlos. Aber nur bewusstlos, wir dürfen ihm ja nichts tun. Aber das ist ja in Ordnung, ne? So, pass auf. Unlook. Und dann passen wir jetzt genau auf. Ready, Leute? So, wo geht er hin? Irgendwer ist ja da drinnen, ne? Der schläft oder so. Wir riskieren's. Nimm Pistol in die Hand, so. Du in die Fresse hauen, du in die Fresse hauen. Wow, der hält was aus. So, aber wir haben ihn nur bewusstlos geschlagen, ja? Mehr nicht. Da hinten findet ihn keiner, das ist gut. Wir haben auch wieder was freigeschaltet. Den sein Inventar ist voll, das geht nicht. Klauen können wir hier nichts. Wir haben alle Schlüsseln. Dann würde ich sagen, nehmen wir mal die Abkürzung hier, machen wir das auf da. Hier gibt es eh nichts, glaube ich. Aber wir können jetzt überall rein und raus, das ist schon mal gut. Wer hat einen Schlüssel? Du, mach das auf. So, alle raus hier. So, und hier wartet ihr mal. So, dann machen wir mal das da kaputt. Das ist fürs Licht, dass mal dunkel ist. Ne? Ich glaube zumindest, dass das ist. Machen wir kaputt hier. So, ich glaube, jetzt ist das Licht überall aus. Das ist schon mal besser was. Ey, warte mal, Leute, hier ist noch was. Da kann man noch was kaputt machen. Geh mal rein da. Das habe ich doch glatt übersehen. Hier ist etwas. Vielleicht hat der was gebunkert. Oh ja, Kohle, Jungs. Kohle, Kohle, Kohle. Nice, das hättest du fast übersehen. Jo, wir gehen jetzt gemeinsam rein. Das muss alles schön chillig ablaufen. Braucht ja nicht jeder mitbekommen. Vielleicht müssen wir dem gar nichts tun, dem Wachmann da unten. Wie gesagt, vielleicht. Ja, wenn er frech wird, dann ihr wisst's, ne? Dann kracht's. So, durch da. Ihr auch. Alle rein mal. So, und jetzt ist Kohle sammeln.
Du auch? Achso, das muss ich mitnehmen. Na, warte mal. Okay, das ist nicht so leicht, wie ich mir dachte, aber gut. Was ist das da, Jus? Na gut, das ist zum Abschalten. Das kann man mitnehmen. Aber der ist jetzt dann schwer bepackt, ne? Jetzt hat er schon drei Korken. Ne, warte mal, der kann nur einen nehmen. Scheiße, jeder kann nur einen nehmen. Du musst etwas fallen lassen, dass das geht. Du lässt fallen den Schlüssel hier. Dafür nimmst du diese Tasche. Du nimmst dir den Schlüssel und eine Tasche. So, Hammer. Ab geht's, Jungs. So, jetzt muss ich mal kurz gucken. Können wir nur irgendwas hier mitnehmen? Ich glaube nicht, weil dann lassen wir das Casino in Ruhe. Wir müssen dem ja nichts tun und gehen einfach ganz chillig hier raus. Ne? Warte mal, Leute, wie komme ich da jetzt rüber? Da ist der. Oh, wir gehen einfach da nach oben. Ja gut, es sieht uns aber jeder, wenn wir hier gemütlich runterwandern. Aber ehrlich gesagt, das ist mir wurscht. Komm mal hier rein, Leute. Wer hat einen roten Schlüssel? Du, mach das auf. Raus jetzt. Leute, wir gehen. Schwer bepackt. In den Van. Muss nicht jeder mitkriegen hier. So, ich glaube, das haben wir gut gemacht. Wie ist das Ergebnis? 12.700 Eier haben wir geklaut. Yeah, baby, yeah. Wir haben 4 bewusstlos geschlagen, 0 gekillt, das ist sehr gut, und niemanden verloren. Hat sich rentiert, Leute, hat sich rentiert. Nice one. So, jetzt lassen wir denen die Pumpgun hier ablegen. Pistol-Ammo, Shotgun-Ammo, die lassen wir links. Die Pumpgun auch weg. Und du kriegst eine Pistole. Können wir da jetzt Munition bestellen? Ja. Jetzt bestellen wir aber gleich mehr Munition. Das kostet ja nicht so viel. Pistols haben wir genug, aber Munition nehmen wir mal. Ne? Puch, so, das ist hier. Kann man zusammenschlagen. Da ist die Muni. Aber wir haben eh genug. Was ist mit dir? Hast auch genug? Jo, es läuft. Es läuft, Leute. Es läuft. Jetzt versuchen wir mal eine Munition aufzuheben. Kann der die laden gleich oder habe ich die jetzt in der Hand? Ne, die kann er gleich laden. Okay. Wie sieht es bei dir aus? Hast du auch mehr Munition? Ja. Ah gut, das ist... Nicht, dass der mir alles blockiert hier. Das wäre nämlich blöd. Diese Ersatzmagazine, die kosten nämlich irrsinnig viel Platz. So, es läuft. Ne? Schauen wir, ob wir noch einen anheuern können. Können wir? Wir brauchen mehr Leute nämlich. Das ist teilweise leichter, wenn man mehr hat. Der wird sie nicht. Doch, der geht sich aus. Sollen wir uns den leisten? Speed, Health. Der ist günstiger hier. Nehmen wir den teureren oder den günstigeren, Leute. Das ist die Frage jetzt. Ach, riskieren wir. Wir nehmen den teuren. Das lassen wir uns was kosten hier, den Jungen. So, was hast du? Munition hast du. Gut, jetzt gehen wir dann zu viert auf die Jagd in der nächsten Mission, Leute. Das ist wieder das mit dem Klo wahrscheinlich. Ja, die Toilette. Immer die Toilette bei uns, ne? Hier gibt's eh nichts. Aber ich mach das trotzdem mal kaputt, mal schauen. Ne, da gibt's nichts. Gut, wir sehen uns dann in der nächsten Mission. Wir machen wieder mal einen Cut. Wenn es euch gefallen hat, abonniert mich, liked mich, schreibt einen Kommentar. Ich würde mich wirklich drüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Euer Zocker Andi Let's Play. Tschüss.